So, Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed mit hallo? mit unserem neuen M3 GTR E46 mit, ja, einer wunderschönen neuen Lackierung. Das Dach sehen wir noch nicht mal richtig, hat uns also gar nicht gelohnt, das genau zu machen. Hey, ich brauch dich. Ich will sehen, was Nakesans Auto kann. Trau dich und komm vorbei. Amy war das, ne? Ach, doch, komm, ach, da ist hier direkt in die Ecke, da. Nehmen wir mal die Eier in die Hand und fahren dahin. Die Beine mal natürlich. So, hier, schöner Dingensen. Och, Manu. Yo, Kumpel. Manu hier. Was Manu, passiert, okay. Mann? Alles okay? Hab gehört, die Cops haben dich erwischt. Hä? Pass auf dich auf, Mann. Nö? Natürlich. Also die Cops haben mich nicht erwischt. Ich habe die Cops erwischt. So kann man es vielleicht eher definieren. Dann wollen wir mal. Legende auf Rädern. Geh an den Start, damit ich Kreise um dich fahren kann. Tja, mit Porsche. Fünf Kilometer. Okay, mal sehen, wie schnell der Porsche da ist. Und vor allem, wie schnell mein Kollege hier ist. Weil der Porsche scheint ganz gut zu gehen da vorne. Aber hey, schnelles Auto ist noch nicht alles. Man braucht einen schnellen Fahrer dafür. Wobei, der geht doch ziemlich ab. Der geht verdammt ab. Alter Vater. Also Topspeed technisch komme ich nicht ran. Muss dieser Penner ausgerechnet jetzt aus dieser Kurve rauspimmeln? Boah, jetzt haben wir keine Chance mehr. Also ich fahre sowieso nicht. Okay, jetzt haut er für neues Nitro. Naja, das hält aber auch nicht allzu lange an. Was soll's. Oh. Und ich muss die Musik mal leiser bringen, sonst kriege ich nachher noch wieder Probleme mit YouTube. Beziehungsweise Copyright-Dingens. Und im schlimmsten Fall kriege ich keinen Strike. Aber wird das Video komplett stumm geschaltet. Das ist ungeil. Ach, wir haben verloren. Ne? Scheiße, der Hund. Ja, das hat ja super funktioniert. Porsche ist doch schneller. Oder der Fahrer war einfach nur kacke. Also in dem Fall Ecke. So, ich hoffe, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Erfolgreich. Ja, okay. Ich beschwere mich nicht. So, wie kann ich denn jetzt hier, warte mal, Optiones, Einstellungen heißt das Gedöns hier. Shepard Audio, optimiert für Heimkino, ja gut, ich habe Kopfhörer, aber egal. Musiklautstärke, ich mache die einfach mal so auf die Hälfte. Die Musik ist zwar geil, keine Frage, aber ich will da jetzt keine Stummschaltung riskieren, ist nämlich ungeil. Weil das rauszuschneiden, das ist fast unmöglich. Achso, hat er übernommen? Okay. Ich darf Porsche fahren? Porsche. Im Store verfügbar? Jo, okay. Daddy One. Big Dan. Was sind denn hier für Leute? So, dieses AR. Was heißt das jetzt hier? Schwer! What the fuck? Okay. Leicht. Aber schwer. Ich meine, wir haben ja gerade sonst nichts zu tun. Also komm, ach, schwer. Ich bitte euch. Ich habe einen M3 GTR. Der ist sogar im Endeffekt, glaube ich, besser als der GTR, weil der GTR hat niemals 700 PS gehabt. Bezweifle ich einfach mal stark.
Okay, bremsen kann der Kollege schon mal gar nicht. Tuner Thumbs drauf. Aber beim ersten steht AR. 2 Minuten und 6 Sekunden. Na gut. Alright. So, gegen was für Pappnasen fahren wir denn hier? Tja, Skyline. So, ciao. Tja, schwer. Entschuldigung. Gut, ich sollte vielleicht die Fresse nicht zu früh aufreißen. Das Rennen ist lang. Oh, Alter, ich muss unbedingt nochmal in die Einstellung hier von dem Wagen rein, weil ich muss den echt mehr auf Drift legen. Hier langgezogene Kurven geht wunderbar, weil der braucht eine Zeit, bis der in den Drift kommt. Der hat trotz Driftreifen zu viel Grip, der Kollege. Gut, was eigentlich für BMW spricht. Die Dinger haben auch Grip ohne Ende. Kacken die Wand an. Okay, also die KI ist schon mal nicht schwer. Wahrscheinlich ist... Oh Gott. Ah, Kacke. Wahrscheinlich ist das Ziel Speedwall schwer. Das kann natürlich sein. Weil da muss ich noch ein bisschen schneller für werden, wenn ich den schlagen will. Ah, fuck. Ich gucke die ganze Zeit auf die Zeit oben. Das ist dumm. Ich sollte mich aufs Rennen konzentrieren. Weil das könnte was werden. Wenn ich jetzt nicht verkacke. Auch nochmal eine Kurve. Nee. Gott, nochmal. Doch, das wird was. Locker, locker. Ja, locker nicht, aber. So, 4 Sekunden? Ja, 4 Sekunden etwa. 9.000, 10.000. Wie Accommodation übertroffen. Aha. Das heißt es auf gut Deutsch. Wir kriegen mehr als sonst, oder wie, oder was? Ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Credits bekommen. 10.000. Wir haben Sachen bekommen. Hallo, tschüss. Also, aber schwer war es jetzt wirklich, ehrlich gesagt, nicht. Scheiße, schon wieder falsch. Das ist also AR. AR heißt also massenweise verdienen. Naja gut, Mittel 12.000. Also 12.000 Erfahrungspunkte und 3.500 Kohle. 9.000 und noch. Okay, das ist wieder leicht hier. Also AR ist wahrscheinlich nur, dass irgendwie in der Speedball einer über mir ist. Leicht. Kann man das hier nicht Ziele ausblenden, heranzoomen? Ich kann hier aber leider nicht einstellen, dass ich nur schwer oder sowas haben will. Leider Gottes. Okay, dann switche ich mal eben. Wo war das jetzt? Garage. Da möchte ich hin. Ich wollte mich mal gucken, den Wagen eben einstellen. So ein bisschen mehr auf Drift. Vielleicht kann man den noch ein bisschen tiefer legen. Weiß ich gerade nicht so. Drift Train. Bleibt möglichst weit am Pult. Ja, nee, ist klar. Sonst haben wir mal keine Probleme, wa? Ist der da voll in die Wand gefahren? Geradeaus in die Garage. Pff. Bin da. Sah gerade so aus. Okay, so. Leistungshandling-Gedöns. Okay. Ja. So, etwas mehr Richtung Drift. Kann ich jetzt Reifendruck, Lenk, Bremshilf. Also Bremsdriftassistent? Schön, dass das dann so schnell durchgeht.
Schaltest du ihn aus, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bremsdrift eingeleitet wird. Was ist das für ein scheiß Launch Control? Ah, Differential, Abtrieb, Bremskraft, Bremsbalance, Reifentraktion, Handbremskraft, Federhärte. Ah ja, natürlich. Aber ich kann keine Höhe einstellen, ne? Schade. Oder konnte man das hier irgendwo die Höhe einstellen? Spoilerlippe, Fahrzeuglage. Ah. Was? Ich wollte schon sagen, ne. Ja, ich glaube, das bringt nichts mehr hier. Boah, geil. Jawoll. Nee, was ist richtig? So ist richtig. So, negativer Sturz vorne. Hinten nicht ganz so extrem. Oha, jetzt sieht das schon ein bisschen geil aus, möchte ich meinen. Oh ja. Yeah. Jetzt gucken die Schlappen da raus. Das war nämlich irgendwie, das sah so komisch aus. So hoch, so viel Platz im Kotflügel. Das darf ja nicht sein, ey. Jetzt sieht er gut aus. Jetzt kann man das so akzeptieren. So, habe ich hier noch einen Schluck zu trinken oder eher nicht so? Ah, ein kleiner. Ja, okay, war ein ganz kleiner. Scheiße. So, zeig. Oh ja, das sieht schon. Ey. Welcher Penner war das? Na, guck mir mal hier. Guck mal. Ja, meine Karre. Ja, ja. Guckst du. Geil, ne? Das ist echter Spieler jetzt, ne? Oh, direkt blamiert. Oh, direkt blamiert. Ich war das nicht. Ich fahr dann mal woanders hin. Nur wohin ist die Frage gerade? Ich hab hier. Ach, hier ist Amy. Spare, schwer. Ach, schwer, ihr könnt mich. 29.000! Achso, ich muss. Achso, sorry, ich muss in meiner Garage erst kaufen. Entschuldigung. Wir müssen uns nochmal wegteleportieren. Sorry, tut mir leid. Das habe ich gerade mal nicht gesehen. Voll blamiert. Ein Drift cool, zweite Drift. Na, war schon die Wand in der Nähe. Dritter Drift in die Autos rein. Ich bin ein Driftheld. Aber ich finde den Wagen geil. Also wenn ihr, Freunde, wenn ihr irgendwie noch eine Farbveränderungsdings habt, eine geile Farbkombi einfällt, hier von Streifen und so, sagt einfach mal, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch was Außergewöhnliches einfällt, was geil ist, was, ich habe keine Ahnung. Der ist mir hinten noch zu hoch. Ich muss gerade nochmal gucken, das gefällt mir nicht. Fahrzeuglage. Tut sich gar nichts, ne? Der ist einfach so. Ich lasse den mal neutral. Ja, okay, dann ist das halt so. So, Wagen kaufen. Porsche, null. Ah, okay, ach, die kriegen umsonst. Ach so. Ja, da beschwere ich mich ja nicht. Freunde, wir haben Porsche, wir haben BMW und wir haben Ford. Wagen auswählen. Wagen verkaufen. Ich kann ihn nicht verändern. Alter, der. Wie tief ist der denn? Da ist der passt. Ah, nicht verfügbar. Okay. Alter, da passt ja gar nichts mehr zwischen. Wenn du da versuchst, eine Briefmarke zwischenzukleben, dann scheiterst du aber. So sieht das aus. Ja, Frittentheke Porsche, ne? Oh, okay, 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 okay. Oh, der hat Grip. Alter, der hat Grip. Die kann man geil fahren. Den kann man geil fahren.
Der ist nicht zum Driften da. Okay, Freunde, wenn ihr sehen wollt, nein, in der nächsten Folge seht ihr dann, wie ich mit dem Porsche umgehe im Rennen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen in dieser Folge. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft, ein bisschen was verdient. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis zur nächsten Folge hier bei Need for Speed. Ciao.